Willkommen zum Magazin Brennpunkt Wirtschaft hier auf RRO TV. Schön, habt ihr eingeschaltet. Seit mehr als 20 Jahren bestickt das Stickatelier Schneidrig die verschiedensten Materialien. Nach genauen Vorgaben werden die verschiedensten Motive auf Kappen, T-Shirts oder Pullover gestickt. Daneben betreibt der Walter Schneidrig noch einen Handel mit Schweizer Örgeln. Der Walter Wellwald hat sich das Unternehmen zu Notisch ein bisschen genauer angeschaut. Stickerien auf verschiedenste Materialien und Textilien. Das bietet Stickatelier Schneidrig an der Bilalpstrasse 1 zu Notterschon. Der Inhaber von dem Geschäft ist der Walter Schneidrig, der vor 15 Jahren das Stickatelier eröffnet hat. Wie es dazu gekommen ist, erzählt er gerade selber. Also am Anfang war es so, das war so in der Mitte 90er Jahre, da habe ich mal so einen, von einer Vertreterin hat die eine Haushaltmaschine gebracht, die uns so hat einfach einen Sticker. Und der hat die gebracht, hat die vorgeführt und da bin ich voll fasziniert gewesen. Nachher haben wir das gekauft und dann haben wir mit dem angefangen, immer mehr und mehr und mehr. Haben wir hier etwas probiert, da etwas probiert. Ich habe während der Arbeitszeit habe ich die Aufträge geholt und die Ex-Frau hat daheim das probiert umzusetzen auf den Computer und so. Und nachher auf die Stickerien, nachher auf Kleider drauf. Wie in fast allen Branchen ist euch im Stickatelier der Computer nicht mehr wegzudeichen. Ja, also ohne Maschine, ohne Computer geht es automatisch nicht, das ist klar. Das werden, alle Logo werden gezeichnet. Und nachher, wenn das fix fertig gezeichnet ist, legt man eine Stickdatei anlegen für den Kunden. Machen einen Ausdruck, einen Farbcode. Dass nachher, wenn man das will, sticken will, nimmt man den Farbcode in die Hand, nehmen, die Datei auf die Maschine laden. Nachher die Farbe einprogrammieren und dann kann man da loslassen. Danette Brücker arbeitet im Stickatelier Schneidrig und ist dafür verantwortlich, dass die Embleme und Sujet exakt auf die verschiedenen Kleidungsstücke gestickt werden. Also ich tue jetzt hier, das ist der Einspannrahmen und tue das. Nehmen wir den Rahmen, tue ein Papier drauf und tue nachher das T-Shirt oder Polo oder was auch immer hier einspannen. Und zwar haben wir hier ein Papier drin, damit das Poloschicht nicht verzieht oder dass es nicht trunks und streng drin ist. Dann wird das Poloshirt für die Sticko parat gemacht. Also ich komme jetzt auch mit dem Polo, den ich vorher eingespannt habe und tue das in die Maschine. Und ich habe hier ein Blatt, dass ich da sehe ich die Sujet drauf, sehe auch, wie viele Farben ich brauche. Und die Farben, die nicht drauf sind, die tue ich alle wechseln. Indem dass ich die zusammenhefte und nachher durchziehe. Und nachher, sobald ich die Farbe drauf habe, kann ich es programmieren. Und sobald das programmiert ist, kann ich anfangen mit Sticken. Schon nach kurzer Zeit ist das gewünschte Emblem exakt und haargenau fertig gestickt. Dank moderner Einrichtung kann man so innerhalb kurzer Zeit mehrere Kleidungsstücke fertig machen. Das Resultat ist verblüffend und darf sich sehen. Aber nicht nur Poloshirts oder Jacken werden bedruckt. Auf fast alle Materialien kann man eine Stickerei machen. Platten über die Autoteppiche, Rostdecken, einfach alle Kleider, was es gibt. Jacken, T-Shirt, Kappen, Mütze, alles Mögliche. Im Verkaufsladen von der Stickerei Schneidrig kann man die verschiedensten Sujets bewundern. Auch eine grosse Auswahl an Textilien kann man hier kaufen. Wie hart ist es eigentlich im Zeitalter des Online-Shopping, also ein Detailhandelsgeschäft zu führen? Das Internet ist sicher ein bisschen an Konkurrenz. Aber im Internet kannst du nur einfache Sachen haben. Das muss schnell gehen. Vor allem etwas, was man nur einmal braucht. Etwas Gutes kannst du im Internet praktisch nicht haben, weil du kannst keinen Wunsch äußern. Du siehst Kleider nicht, du kannst Farben nicht bestimmen. Da haben wir aber den Vorteil, dass der Kunde sich kommen kann und jedes Detail kann mit uns besprechen, was er will. Der Walter Schneidrig hat aber nicht nur ein Stickatelier, sondern führt euch eine Handörgeli-Werkstatt.
Also ich tue meine Kunden tue ich Örgeln anbieten zum Verkäufen, zum Vermieten. Die reparieren die, was sie haben, was sie selber bringen. Die sie beraten, der, der eins will kaufen oder der, der eins hat, dass er ein gutes Produkt hat. Und die sie einschätzen, was sie wert haben, was sie bringen. Weil eine Menge kommen und fragen, ja, was ist das Örgeli wert, das ich daheim habe? Ich kann die hier bringen, dann lege ich die mal zerlegen und schaue, was für die Jahrgang, wie sie aussehen, der Zustand. Und sage denen ungefähr den Preis, den sie wert haben. Zwischendrin, wenn es die Zeit erläuft, greift ihr euch selber in die Tasche. Ja, ich spiele so für die Hausgebrüche oder so für mal einen, der ein bisschen Angst macht. Dann spiele ich Schweizer Rügel spielen mit Kollegen zusammen so ab und zu zum Geburtstag oder zum kleinen Fest gehen und so, aber nicht professionell. In ihrer Zukunft steht ein grosser Wechsel bevor. Der Walter Schneiderig zügelt mit seinem Stickatelier auf Gamsu. So war es. Ich bin jetzt 62. Ich muss bald in die Pension kommen. Ich habe einen riesigen Kundenkreis. Und ich will die irgendwie nicht blank legen. Da ich hier, wo ich jetzt bin, muss Miete zahlen. Ich muss sich voll arbeiten bis zur Pensionierung. Und dann muss ich von einem Tag zum anderen sagen, jetzt ist fertig. Und das will ich nicht. Jetzt bin ich die letzten Jahre so ein bisschen auf Zürich gegangen und habe eine junge Firma gefunden, die euch so anfangen will, etwas machen und initiativ sind. Und jetzt werde ich mit denen zusammenschließen. Dann geht die Firma nachher allmählich über in die, schiebt mir die Anteile abkaufen. Und dann werde ich die nachher anlehren in den nächsten 3 Jahren, dass die das euch lehren. Und dann kann ich nachher so ein bisschen abbauen und dass das also weitergeht, dass die ganze Kundschaft, die ich habe, nicht vor die Nase gestossen ist. Dann könnt ihr nachher genau das Gleiche wieder haben. Bei mir könnt ihr euch melden, überall, wo ihr wollt. Das neue Stickatelier findet man vom 1. Juli weg an der Industriestrasse 7 zu Gamsu. Soweit ist das Porträt vom Stickatelier Schneiderig zu Notters. Schön, dass ihr mit dabei gewesen. Bis zum nächsten Mal. Ade miteinander.